So, Test, Test, Test. Hallo Freunde, ich bin's, Micha, Outdoor-Aktiv. Nach langer Zeit mal wieder. Hab noch Urlaub. Heute ist der 6. Im Süden der Republik überall Feiertag. Und hier heute erste Mal wieder ein bisschen schönes Wetter. Okay, habe ich mir gedacht, fahre ich mit dem Fahrrad mal in die Stadt Richtung Lübeck. Drehe ich ein kleines Filmchen. Ob was draus wird, ob er geschnitten wird, werdet ihr dann ja sehen. Aber gut, ich wollte noch ein bisschen zum Fotografieren. Wie ihr seht, habe ich einen dicken, fetten Rucksack drauf. Und mal gucken, ob ich ein paar schöne Motive finde. Wetter passt ja einigermaßen. Ein paar Wölkchen wären nicht verkehrt. Aber gut, ist halt jetzt so, wie es ist. Man freut sich, mal wieder rauszukommen. Bin gerade hier wieder in Lübeck am Ehrenfriedhof. Und bin auf dem Weg, so ich denke mal, mein erster Stopp wird sein in der Gegend der Golanwerft, so Kulturwerft. Und da gibt es ein paar schöne, ich sag mal, Lost Places. Immer in die Richtung. Da fahre ich jetzt mal hin und dann, wenn ich da bin, melde ich mich mal wieder. Okay, und dann geht es jetzt mal los. Und wir fahren jetzt mal in die Richtung, dann geht es da hinten gleich runter. Okay, ich melde mich. Bis gleich. So Freunde, ich befinde mich hier mal wieder auf der Nordtangentenbrücke über die Trave. Bei dem Wetter muss man hier eigentlich anhalten. Hat mal so einen geilen Blick, den ich euch aber auch schon mal gezeigt habe. Okay, werden wir gerade noch ein Fotoapparat rausziehen, ein, zwei Bildchen machen. Und dann geht's weiter. Und zwar da. Ich muss mal die Brille aufsetzen, sonst sehe ich gar nichts. Mein dicken Finger. Dahin. Das ist die Golanwerft, da wo dieser blaue Kran steht. Da, da ein Stück an der Ecke. Und da gibt es so ein, zwei Gebäude, die so vor sich hingammeln. Guck ich mal. Da kommt noch ein Schiffchen und legt da am Hafen an, bringt Holz oder holt Holz ab. Wissen wir nicht. Die große Freiheit. So Freunde, angekommen an der Hafenkante. Mal einen kleinen Rundblick. Da gegenüber das Gebäude da. Das Silberne da hinten, das da. Beziehungsweise der ganze Komplex ist Brücken. Ich habe Brücken sagt vielleicht was Müsli-Hersteller. Da kommt ein großer angeflogen. Fischreier, oder was ist das? Ja, nicht viel Schreier. Komm mal. So, wie gesagt. Golanwerft ist ein bisschen dahinter. Und hier war früher der größte Teil der ganzen Gebäude hier war früher mal die Flenderwerft. Die haben ja früher mal noch Schiffe gebaut. Bis, wann bin ich hier hochgezogen? 90er Jahre. Also bis dahin auf alle Fälle noch. Anfang 90er. Dann war hier mal Ohrenstein und Koppel oder so ähnlich hießen die. Die haben halt so Bagger gebaut, soll ich sagen. Und im Hintergrund so ein bisschen Silhouette Lübeck. Ist doch schick, oder? Okay. Dann hole ich mal Fotoapparat raus und gehen wir auf Tour. Bis gleich. So, bin ein bisschen unterwegs auf dem Gelände. Vorbei an der kleinen Werft da vorne. Und hier bauen sie fahrende Häuschen.
Ja, Wohnmobilheim in Lübeck, wie man sehen kann. Das ist aber scheinbar keiner da, die haben noch Urlaub, die Herrschaften. Ja. Ich kann mal sehen durch die Scheibe. Sehen doch ganz schön aus. Auch nicht so ganz klein der Teil hier. Aber dadurch, dass du dann fahren kannst, ist das eigentlich optimal. Brauchst kein Grundstück. Nothing. Gut, weiter geht's. Genau, die Sonne von vorne mal wieder. Kurz vor 12. Ja, und da hinten haben wir jetzt den alten Schrotthaufen, den ich gemeint habe. Da gehe ich jetzt mal vorne vorbei, guck mal. Und dahinter ist die Golanwerft. Beginn des Zerfalls. Ja, spricht mich an. Jetzt heißt es ja immer von allen möglichen YouTubern, sucht euch ein Thema zum Fotografieren. Da bin ich noch auf der Suche. Vielleicht wird das mein Thema. Ich weiß es noch nicht. Interessant wäre es schon. Okay, wir gucken uns das mal näher an. Ja, ich sag mal, die Ziegelsteine dazwischen, die werden irgendwann mal rausfallen, aber der Stahl wird stehen bleiben, solange er nicht verrostet ist. Da oben vor dem Fenster werde ich mal ein Foto machen. Ja, das Schöne, wie man auch durchgucken kann, so ein bisschen Geäst dazwischen. Mal gucken, ob ich es einigermaßen einfangen kann. Okay, ich fotografiere es mal. Treppenhaus. Von den schönen spiegelnden Wasserflächen, da werde ich mal Fotos machen. Kommt, glaube ich, ganz gut. So, mal reingehen, weiß ich nicht. Kann man bestimmt, weil der Stahl hält die Scheiße. Aber will ich das? Vielleicht. Mal ein paar Fotos machen. Okay, bis später. Alte Kaffeesäcke. Kann man irgendwie Datum drauf erkennen? Ach, da, ja.
Da ist 2018, Juni 08. Der da ist von 2017, 2018, okay. Ja. Na, da oben, das sieht nicht mehr so aus, als wenn das noch lange halten würde. Der Balken, deshalb gehen wir hier mal nicht rein. Nicht weiter rein. Da im Vordergrund scheint wohl auf das Holz die Sonne drauf und da verdampft das Wasser. Cool. Ist doch ganz cool, oder? Macht doch Spaß. Rennst du rein in die andere Ecke, findest immer neue Motive. So, da habe ich eben schon mal fotografiert, wo der Dampf aufsteigt. Die Fenster, oder jetzt auch hier vorne, die Fenster hier. Gut, das ist glaube ich schlecht zu erkennen, weil genau die Sonne von vorne drauf donnert. Aber, wie man sich dreht und wendet, überall schöne Motive. Ja, von dem mache ich mal Fotos. Sieht cool aus. Mal sehen, führe ich aus der Hand, ob das nachher was bringt. Aber das war's jetzt erstmal. Jetzt geht's mal weiter. Okay, weiter geht's. Da raus. Also Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass das nächste Mal nicht so lange dauert. Aber wird sich zeigen. Ich mache es halt so, wie ich Bock und Zeit habe. Und dann kriegt ihr halt was zu sehen. Okay, und wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne einen Daumen hoch. Lasst auch ein paar Kommentare da. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Aber hat euch nicht gefallen, schreibt es nicht hin. Will ich gar nicht wissen. Quatsch, macht mal. Und ja, gut. Und dann bleibt gesund. Besteht der 22, wünsche noch ein schönes Neues. Okay Freunde, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Wir sehen uns irgendwo aus Deutschland. Oder sonstigen, wie sagt man heute, Locations. Tschüss, macht's gut, euer Micha. Ciao, ciao.